Schwulenpärchen. Wie kommst du denn da drauf? Naja, sah halt gerade so aus. Wie euch kabbelt, die Bälle zuwerft. Und allein wie Olli eben deinen Finger verarztet hat, das heißt. Es ist Schwachsinn! Sorry. Olli und ich, wir verstehen uns ganz gut, okay? Mir reicht es, dass ich mit der Schwucke schon die WG teilen muss. Ein Bett, das muss nicht auch noch sein. Ich studiere eben Architektur und nicht Psychologie. Schon okay. Ich muss dann auch mal. Die Brandsalbe gefunden. Tut kaum noch weh, danke. Du bist schon los? Ist schon spät. Danke für das leckere Essen. Ja, danke für den Wein, der war echt lecker. Und wegen des Zimmers meldet ihr euch, ja? Klar. Wenn du wirklich einen DVD-Player hast. Ciao. Wir haben gestern endlich mal wieder den ganzen Abend zusammen verbracht. Ohne uns zu zoffen. Sau cool. Ich hatte richtig Schmetterlinge im Bauch. Vielleicht wird das ja noch mal was mit dir und deinem Typen. No chance. Aber wie lief's denn bei dir gestern? Leider nur so mittel. Ich hab mich zusammengerissen, wie du mir geraten hattest. Und zuerst war auch alles ganz locker. Aber dann hätte ich Idiot mich mal wieder beinahe verraten. Eigentlich ein Wunder, dass er immer noch nicht rafft, was bei mir gefühlsmäßig abgeht. Ich dachte, das weißt du selbst nicht. Echt scheiße. Warum krampfe ich auch immer gleich rum, sobald ich in seiner Nähe bin? Vielleicht solltest du deine Taktik mal ändern. Find endlich raus, was du willst. Aha. Und wie? Ganz einfach. Küss den Kerl nochmal. Küssen. Willst du mich hochnehmen? Wie bescheuert ist das denn? Gar nicht so bescheuert. So wie bis jetzt kommst du ja nicht weiter. Und danach siehst du bestimmt klar. Entweder der Kuss lässt dich völlig kalt, dann vergiss den Kerl und such dir eine neue Freundin. Oder es britzelt wie beim ersten Mal. Dann gibt's kein Vielleicht mehr. Dann stehst du eben nicht nur auf Mädchen, sondern auch auf Jungs. Hier. Aufwachen, wir müssen ins Schneiders. Schon so spät.